und herzlich willkommen zu Veras Blockflötenkanal. Frühbarocke Musik auf der Blockflöte, hochbarocke Musik auf der Blockflöte. Was sind denn so die Unterschiede? Das wolltet ihr mal gerne wissen von mir und einige dieser Unterschiede erkläre ich euch in diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, viele von euch haben mich in den Kommentaren unter den Videos oder auch über meine Newsletter gebeten, doch mal etwas zu erzählen über frühbarocke und hochbarocke Musik für die Blockflöte und was so da die grundlegenden Unterschiede sind. Und tatsächlich möchte ich euch ja nicht nur die richtige Spielweise der Blockflöte vermitteln, sondern auch etwas Wissen über die historische Aufführungspraxis, nach der ich zumindest versuche, Blockflöte zu spielen. Und da war das natürlich eine super Frage von euch. Bevor ich es vergesse, abonniert doch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich mache ja jeden Freitag ein Video für euch mit Tipps zum Blockflötenspiel und dann verpasst ihr keins mehr. Wenn ihr auch noch das Glöckchen aktiviert, dann bekommt ihr immer Bescheid. Gerade die frühbarocke Musik, die so ab 1600 entstanden ist, als die Barockmusik geboren wurde sozusagen in Italien, die ist für viele von euch oder vielleicht für einige noch so ein bisschen unbekanntes Gebiet. Und diese Zeit des Frühbarock, die zählt man so bis 1650. Und dann müsst ihr denken an Komponisten wie Frescobaldi, Castello, Fontana, Marini und da gibt es noch einige. Die Namen sind euch vielleicht schon mal begegnet. Hochbarocke Sonaten, die so ab 1650 komponiert wurden, wie von Händel, Telemann, Vivaldi, die sind euch wahrscheinlich geläufiger und streng genommen sagt man eigentlich noch, ab 1650 fängt die Hochbarockzeit an, bis 1700, dann kommt nochmal die Spätbarockzeit und die Rokoko bis 1750. Aber in der Praxis ist es doch oft so, dass man sagt Frühbarock bis 1650, Hochbarock bis 1750. Und dann war ja wirklich das Ende der Barockzeit eingeläutet. Jetzt wisst ihr also schon mal den ersten Unterschied. Das eine ist früher komponiert und das andere später. Wer hätte das gedacht? Aber es ist ja trotzdem hilfreich, das zu wissen. Und dann ist es doch gut, wenn ihr Noten vor euch habt, aus denen ihr ein Stück spielen möchtet, dass ihr mal kurz einen Blick werft ins Vorwort. Da ist das ja normalerweise dann auch erklärt, von wann das Stück stammt. Und dann habt ihr schon mal jetzt vielleicht auch nach diesem Video eine bessere Einschätzung, was ihr da vor euch habt. Und wenn ihr euch die Noten dann anschaut, von zum Beispiel einem frühbarocken Stück, was euch dann sofort ins Auge fällt, ist, dass ein frühbarockes Stück aus einem Guss ist. Also es besteht nicht wie die hochbarocken Sonaten oder Suiten aus mehreren Sätzen, die in sich abgeschlossen sind. Also ganz viele hochbarocke Sonaten von Telemann zum Beispiel haben vier Sätze. Also meinetwegen Adagio, Allegro, Largo, Vivace oder so. Und jeder Satz ist an sich abgeschlossen und hat sein eigenes Tempo. Während in den frühbarocken Stücken es Tempo- und Affektwechsel innerhalb des Stückes gibt. Also ihr wechselt da wirklich ständig das Tempo oder auch die Gemütsstimmung, ohne dass ihr ganz neu ansetzt und eine kleine Pause zwischen den Sätzen macht, so wie das in den hochbarocken Sonaten der Fall ist. Ein weiterer Unterschied für unser ganz praktisches Spiel ist, dass man die frühbarocken Stücke meist auf einer C-Flöte spielt, also auf einer Sopranflöte oder einer Tenorflöte, weil die frühbarocke Musik, erinnert euch, was ich zu Anfang gesagt habe, die Barockmusik ist in Italien entstanden um 1600 und in Italien war die Violine die Königin der Instrumente. Man fand, dass kein anderes Instrument eigentlich so schön die Affekte
des Menschen vertonen konnte, die Gefühle, aber auch mit einer unglaublichen Virtuosität gespielt werden konnte und mit einer Expression. Und so kommt das, dass ganz viele der Stücke, die wir spielen auf der Blockflöte, zum Beispiel von Fontana oder Cima oder Castello, eigentlich für die Violine komponiert wurden und wir das einfach dann auf der Blockflöte spielen. Und da lässt sich das eins zu eins am besten umsetzen, wenn man die gleichen Töne spielen möchte, auf einer C-Flöte. Man kann auch auf dem G-Alt Stücke spielen, man kann auch transponieren und bearbeiten natürlich, aber so habt ihr eben meistens die modernen Ausgaben mit frühbarocken Stücken für eine C-Flöte. Während die hochbarocken Sonaten oder Suiten oder Partiten oft für die Altblockflöte sind. Im Hochbarock war die Altblockflöte eigentlich das Hauptinstrument der Blockflöten und das ist eigentlich heutzutage auch ja der Fall in der Praxis. Im Hochbarock wurden auch die Franzosen wichtiger, die Deutschen haben viele wichtige Dinge komponiert, wichtige Stücke. Man denke an Bach oder in Frankreich an Couperin oder Dieupart. Und diese Stücke sind für tiefere Flöten, also bei den Franzosen geht es noch tiefer, aber auch zum Beispiel bei Bach oder Telemann oder Vivaldi könnt ihr davon ausgehen, dass oft die Altblockflöte das Hauptinstrument ist. Ein weiterer Unterschied, den ihr vielleicht nur beschränkt jetzt mit einbeziehen müsst, wenn ihr die Stücke spielt, im Frühbarock waren die Blockflöten noch anders gebaut. Also wie zum Beispiel in etwa solche Ganassi-Flöten, das sind die früheren Modelle. Ich habe zu den Ganassi-Flöten mal ein ganzes Video gemacht und das soll auch nicht das letzte sein über die Ganassi-Flöten. Ihr habt mich ja gebeten, mal ein bisschen genauer noch drauf einzugehen. Auf jeden Fall verlinke ich euch mal das Ganassi-Blockflöten-Video hier in der Infobox unter dem Video. Könnt ihr euch mal anschauen. Und im Hochbarock gibt es eher diese Blockflöten mit den Verzierungen und mit einem schlankeren Körper. Also vielleicht kann ich euch nochmal eine Altflöte Ganassi zeigen. Da seht ihr, die hat ein ganz gerades Rohr und eigentlich relativ große Löcher. Und die barocke Alt, die hat ja viel kleinere Löcher, ist anders gebaut. Die barocke Altblockflöte spricht gut an in den hohen Lagen und hat einen subtileren Klang als die Ganassi-Flöten, die sehr schön und voll und laut und sehr schön in der Tiefe und Mittellage sind und in der Höhe nicht ganz einfach. Natürlich auch schön, aber eine ganz andere Klangfarbe haben, so wie es eben dem Geschmack der Zeit entsprochen hatte. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr Frühbarockmusik spielt, dass ihr unbedingt solche Ganassi-Flöten besitzen müsst. Das ist natürlich schön, aber ihr könnt natürlich auch die frühbarocken Stücke auf euren hochbarocken Blockflöten spielen. Dann hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass es in den frühbarocken Sonaten nicht einzelne Sätze gibt, in den frühbarocken Stücken, so wie im Hochbarock, sondern dass es quasi durchgeht. Und das Typische an den frühbarocken Stücken ist dann auch, dass es immer Taktwechsel gibt. Und also nicht nur Tempo- und Affektwechsel, sondern wirklich auch Taktwechsel. Also erst ein gerader Takt, dann ein Dreiertakt, dann wieder ein gerader Takt, dann vielleicht wieder ein Dreiertakt und ein noch schnellerer Dreiertakt hinterher. Und das Spezielle dabei ist außerdem noch, dass die frühbarocken Stücke eine Kombination haben aus der alten Notationsweise, wie sie noch aus der Renaissance stammt, wo nämlich ihr riesige Notenwerte seht, also ganze Noten, halbe Noten, punktierte ganze Noten oder noch längere Noten und ihr dann aber trotzdem, wenn das zum Beispiel ein Allegro ist, schnell spielen müsst. Das kommt daher, dass sich diese Notation in mehr schwarze Noten, wie wir das heutzutage kennen, erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und für die Spieler damals war das ganz normal. Die haben sich nicht irreleiten lassen durch diese großen Notenwerte. Und das ist gut zu wissen,
dass ihr das auch nicht braucht. Also wenn ihr so ein Stück seht und ihr seht ganz viele lange Noten, dann denkt nicht, dass das auch alles langsam gespielt wird. Wie schnell ihr genau die Tempi nehmen solltet in so einem frühbarocken Stück und vor allem wie die Temporelationen der einzelnen Stückchen zueinander sind, das ist nochmal ein Riesenkapitel, das würde jetzt viel zu weit führen. Nur merkt euch, lange Notenwerte heißt nicht unbedingt gleich langsam und lasst euch nicht abschrecken durch diese Notationsweise. Unterschiede gibt es auch einige in den Verzierungen bei frühbarocker und hochbarocker Musik. Und dabei ist eins der wichtigen Merkmale, dass der Triller im Frühbarock eher von der Hauptnote aus anfängt, also von der Note, über der wirklich ein Triller steht. Und im Hochbarock von der oberen Nebennote aus. Mit Ausnahmen natürlich, aber im Prinzip ist es so rum. Also im Frühbarock von der Hauptnote aus nach oben und im Hochbarock von der oberen Note aus auf die Hauptnote und dann immer nach oben. Ja, und der letzte Punkt, den ich euch heute nennen möchte, ist ein wirklich wichtiger Punkt noch, denn in frühbarocken Stücken gibt es viel mehr frei zu spielende Stellen als im Hochbarock. In den hochbarocken Sonaten oder Suiten habt ihr ja den Bass zur Seite, den Basso Continuo, und der gibt im Prinzip den Rhythmus an. Wenn der Bass mitspielt, also in eurem Fall wäre das jetzt die Cembalo-Begleitung oder die Lautenbegleitung oder die Klavierbegleitung, dann müsst ihr euch mit gewissen Freiheiten, aber ihr müsst euch an den Bass halten. Der Bass gibt eigentlich das Tempo vor oder sagen wir mal dieses Stramin zwischen Bass und Oberstimme, in dem ihr euch bewegen müsst. Bis auf Ausnahmen, wo ihr dann mal eine Kadenz zu spielen habt, zu improvisieren. Oft an Schlüssen ist es auch nur eine kurze Stelle, wo ihr über zwei, drei verschiedene Akkorde so eine Schlusskadenz improvisieren dürft. Aber im Frühbarock ist das mit reinkomponiert, dass ihr innerhalb eines Stückes strengere Stellen habt, wo der Bass so getaktet ist, dass ihr da gar nicht viel abweichen könnt, denn ihr müsst ja an bestimmten Stellen immer zusammen sein mit dem Bass. Und demgegenüber stehen freiere Stellen, die ihr daran erkennen könnt, dass der Bass einfach ziemlich wenig zu tun hat, ruht über einen langen Akkord und einfach inaktiv ist. Und das heißt dann für den Solisten oben drüber, für euch, dass ihr da euch freier bewegen dürft, mit der Zeit flexibler umgehen dürft und das sehr frei gestalten könnt. Das macht es nicht gerade leichter, vor allem wenn man damit noch nicht so viel Erfahrung hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass euch das so ganz leicht abschrecken könnte. Das kann ich gut verstehen. Das ging mir früher genauso, als ich noch im Keller geübt habe und als ich noch nicht diese Erfahrung hatte mit der Barockmusik. Und wenn ich mir dann die Noten angeschaut habe von so einem Frescobaldi oder einem Castello, dann habe ich gesehen, ganz viel lange Noten, aha, langweilig, dachte ich, und ganz viel sehr schnelle Noten, wo ich dachte, okay, das kann ich nie im Leben spielen. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, daran zu arbeiten. Das sind einfach wunderschöne Stücke aus dem Frühbarock. Es klingt ganz anders als Hochbarock und es ist einfach ein Riesenreichtum an Werken, die ihr bestimmt nicht verpassen solltet. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein Stück weit aufklären über die Unterschiede zwischen frühbarocker und hochbarocker Musik, vor allem für euer praktisches Spiel. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und berichtet mir doch mal in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen so sind mit frühbarocker Musik und natürlich bei weiteren Fragen auch immer gerne kommentieren. Ja, und falls ihr Lust habt, alle ein bis zwei Wochen mal eine kleine Plaudermail von mir zu bekommen, dann abonniert gerne meinen Newsletter. Das ist auch unten verlinkt.
Dann freue ich mich und dann bekommt ihr auch immer alles mit, was ich so mache und was für euch eben auch interessant sein könnte. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Tschüss!